Willkommen zurück zu Die letzte Schlacht der Elfen mit euren Moderatoren Let's Play Retro, kurz LPR, und eurem Steve, DSD Steve. Kurz DSD. Naja, das ist auch nicht so richtig kurz. Außerdem fehlt da das S. Kurz DSDS. Moment, das steht für was anderes. Steve, ja. Denkt einen anderen Namen aus. Nein. So, NPCs, ja. Mit denen man reden kann. Im letzten Part. Hallo Farodin, wirst du dieses Dorf verlassen? Ja, im letzten Part haben wir angefangen, dieses Spiel zu spielen. Genau. Und Edwin ist dazu gekommen, weil ihm langweilig ist. Das ist erst ganz am Ende des Parts passiert. Damit spoilst du die Leute einfach, die den ersten Teil nicht geguckt haben. Die wissen ja sofort, was in dem ganzen Part passiert ist. Wir haben Edwin bekommen. Das ist alles, was passiert ist. Und ja, wir müssen alles auf epische Quest gehen. Der Herr der Ringe, die Gefährten, so ungefähr, ne? Genau, genau. Ja, wirst du dieses Dorf verlassen? Ja, später irgendwann einmal. Also das wäre ja dann deine Rolle, das zu sagen, aber egal. Haben wir vielleicht einen weiteren NPC, der sich uns anschließt. Hat auf jeden Fall schon mal ein Facet, oder sie? Willst du den machen, oder die? Nee, solltest du sprechen. Okay, ist das ein er oder eine sie? Das weiß ich nicht. Ich denke männlich. Ich denke auch, dass es männlich ist, weil es gibt noch ein weibliches Bild davon. Ja, ja. Farodin, nein, das gefällt mir nicht. Ja. Farodin, ich hasse dich. Naja, ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber na gut, so sei es. Verschwinde, ich kann dich nicht ausstehen. Ich hoffe, du stirbst schön und nicht hässlich. Du sollst wenigstens hübsch sterben, wenn du eines Tages stirbst. Ich bin doch eigentlich ein ganz netter Zeitgenosse. Viel mehr hat er uns dann doch nicht zu sagen. Schade. Ja. Jetzt bin ich versehentlich über mein zweites Dingsumsfeld. Ich habe auf 0 gedrückt, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe, falls ihr das Spiel auch spielen wollt, ihr müsst euch die RTP-Erweiterung auch installieren, ansonsten. Das hast du im letzten Part bereits erwähnt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die drauf habe. Die Sache ist, ich habe hier einen Ordner, ja, und den schiebe ich schon von Rechner zu Rechner. Also der ist jetzt schon auf dem dritten oder vierten Rechner. Ihr werdet es dann sehen, ich sag dir vorher Bescheid, wo die erste Stelle kommt. Der Ordner wurde halt ursprünglich irgendwann 2007 erstellt, ne? Ich bin mittlerweile fast 10 Jahre her. Ich werde dir die Stelle sagen, wo erstmalig das RTP-Erweiterung gebraucht wird und das du vorher dann speicherst. Ich wollte gerade sagen, wir schauen erstmal in die Höhle rein, aber irgendetwas blockt uns ab. Wir können da nicht durch. Irgendetwas, eine magische Barriere, die wir nicht sehen können. Können wir mit diesem Floß interagieren? Nein, nein. Steht einfach oben. Aber in diese Stadt können wir hineingehen. Dorf Pulor. Was? Ein Pulor-Wor. Guck mal, hier haben wir Evri, auch wenn Evri irgendwie komisch aussieht. Was hat er ja mit Paint gemacht? Was zum Teufel soll das sein, Steve? Ich weiß es nicht. Das sieht aus, als hätte sie da irgendwie eine Krankheit im Auge oder so. Dies ist ein Nachbardorf von Burg Elfenlicht. Ihr seid immer willkommen. Da ist dieselbe grausame RTP-Musik wie in Farodins Zimmer. Ich will hier wieder raus. Ich will hier raus. Mein Inn. Schöne weiche Betten, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ja. Oh Gott. Was ich mache, ich bewache dieses Dorf. Was sind das für Edits? Ist er da mit seiner Maus ausgerutscht oder was? Ja, und er steht natürlich so im Weg rum, dass du da nicht durchkommst. Du musst da so rechts lang gehen, natürlich. Na gut, ausnahmsweise mal. Guck mal, wir kriechen quasi in die Häuser rein. Abgeschlossen. Das ist nicht abgeschlossen, die Tür ist offen. Wir haben hier jemanden drin. Die sieht doch hübsch aus. Die muss doch du sprechen. Hallo, mein Name ist Zephyr. Meine Mutter ist gestorben. Ich möchte endlich heraus. Wo wollt ihr eigentlich hin? Danke. Wir wollen zum Dunkelelf, um ihn zu töten. Er hat viel Unheil angestellt. Und wird er noch machen. Wenn er dann irgendwann mal wiederbelebt. Ich dachte, er ist tot. Oder ist er nicht verbannt oder irgendwas? Oder? Ja, der ist eigentlich tot und er scheint wegen dunkler Magie wiedergekommen zu sein, die er studiert hat in der Hölle. Das ist natürlich clever, wenn ich irgendwann sterbe, dann werde ich das auch machen. Dann werde ich mich einfach selbst wiederbeleben. Das ist total cool. Ja. Darf ich euch begleiten? Wollt ihr Zephyr in zu eurer Gruppe auch nehmen? Na klar, wollen wir sie auch nehmen.
Denn sie ist ja blond und hat, wie würde Steve so schön sagen? Groß, ja genau. Oder so. Sag dann lieber so, Vielen Dank. Brechen wir auf, ja? Nein, wir brechen ein. In das Haus von Selfia. So, jetzt haben wir schon unser nächstes Partymitglied. Sie ist aber hoffentlich nicht die Love Interest von Farodi, weil das wäre irgendwie ein bisschen creepy, wenn er seine Schwester als Love Interest hätte. Ja, den gehen wir doch. Ja. Dieses Dorf ist langweilig, ich will hier weg. Hier passiert überhaupt nichts. Keine Dämonen, die angreifen, keine Dunkelelfen, nichts. Einfach nur ein langweiliges, generisches RTP-Dorf. So. Ja, die will nicht ja mit uns reden. Und hier gibt's schon was ganz, ganz Wichtiges, was ganz, ganz, und zwar Power-Up. Also, und das wird etwas sein, was wir uns später sehr viel kaufen werden. Guck bitte mal hin und geh bitte über Power-Up mal drüber und schau mal, was da steht. Gibt 5 Stärke. So, jetzt scrollst du mal nach unten. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt scrollst du mal nach unten. In Agilität. Agilität ist auch geil. Ja. Das war's aber schon, glaube ich. Genau. Und man wird relativ schnell und sehen, dass ich das lohnt. Intelligenz. Ja. Verbessert den Verteidigung um 10. Gibt 5 STK. Steigert. Guck mal, hier ist er zum Tschechen geworden, ne? Ja. Steigert Mana um 10. Oder scheigert. Gibt 80 Mana. Verstehe ich jetzt nicht als dauerhaften Bonus. Heil 250. 250 was? Ich finde auch schön, dass es eine Potion gibt und einen Supertrank. Es geht ja genau um Potion und Supertrank. Es gibt eine Potion und einen Supertrank. Der Supertrank ist logischerweise besser als Potion. Ja. Nein, du kannst nicht wieder rechts nicht vorbeigehen und musst den Bogen laufen. Aber wir können auch nicht hier unten rausgehen, denn Städte haben ja bekanntlich nur eine Art Zugang. Genau. Oder Dörfer. Ja. Vor allem, dass das so her, wenn dieses komische, langweilige Dorf geschickt wurde. Ja, ja. Das ist so geil. Gehen Sie bitte dieses Dorf, in dem nichts passiert. In der normalen Version gab es Serhelheim noch nicht. Serhelheim kam erst mit der verbesserten Version dazu. Okay. Ich finde es auch gut, dass es auf der Worldmap keine Zufallskämpfe gibt. Ja. Das hat wirklich nur Vampire Storm gebockt, oder? Ja, da bitte nicht reingehen in die Treppe. In die Treppe? Kann man in eine Treppe hineingehen? Die Treppe in der Treppe? Ich passe mich schon an der Ausdrucksweise des Spiels. Ah ja, und es ist noch eine Stadt. Genau. Finden wir etwa unser 4. Partymitglied? Überraschung, Überraschung. Oh nein, die sind ja alle tot! Guck mal, sich die Leiche verändert. Sie wurde ermordet. Klar, Farodi muss die ja erstmal zu sich drehen, ne? Ist doch, stimmt. Die Leiche sieht auf 2 Seiten unterschiedlich aus. Das ist ja krass. Das ist so wie Two-Face oder wie der heißt aus Batman. Sie wurden ermordet. Diese alten Leute. Oh nein, ich bin versehentlich falsch gegangen und bin jetzt in der Tür drin. Hallo, Elaine. Was seid ihr den für Gestalten? Vor allem auch sie hat einen wirklich absonderlich bescheuerten Paint-Edit bekommen. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Und Steve, was meinst du, wer sind wir? Tja. Aha, ihr wollt gegen den Dunkelelf kämpfen. Das hat keiner von uns gesagt. Sehr interessant. Was soll ich sagen? Mein Dorf ist zerstört und ich bin allein. Meine Mutter ist verstorben. Schicksal. Ha, du nimmst das so leicht hin? Ach, sie war ein Mensch und ich bin ein Halbdämonin. Also was soll's? Also wissen wir, ihr Vater war ein ganzer Dämon. Genau. Was soll ich hier machen? Mir ist langweilig. Auf der anderen Seite, wäre der Vater bereits ein Halbdämon gewesen, würde sie dann sagen, ich bin ein Vierteldämon? Ja. Vierteldämon würde aber auch ziemlich bescheuert klingen. Hast du das schon mal in irgendeinem Spiel, Buch, Film, was auch immer gehört, diesen Ausdruck? Ja. Das Kind von einem Menschen und ein Halbelf ist ein Viertelelf. Tatsächlich habe ich das schon mal in einem Makerspiel gehört, ja. Makerspiele sind keine Referenz für gar nichts. Hättet ihr was dagegen? Nein, da steht D gegen. Hättet ihr was dagegen, wenn ich mitkomme? Wir brauchen jede Verstärkung, die wir bekommen können. Zu viert ist es sowieso einfacher. Wir sind alle ganz nett. Wie heißt du denn? Ich heiße Elaine. Nee, Elia. Elia.
Stimmt, Alia. Alia wahrscheinlich, ne? Alia. Nennt mich nur Alia. Süß, dieses Facet, da muss ich mich sofort drin verlieben, denn das habe ich auch in anderen Spielen bereits zur Genüge getan. Na los, worauf warten wir? Gehen wir. Yay, wir haben einen weiteren Charakter in unsere Gruppe bekommen. Und sie ist ein Tiefling oder ein Tiefling. So. Überleg mal, das Wort wird ja im Englischen genauso geschrieben, ne? Ja. Aber ich nenne die trotzdem aber Tieflinge, denn das sind ja Höllenbewohner sozusagen, ne? Genau. Jetzt gehen wir noch mal am besten ins unseren Dorf, damit wir noch mal Waffen kaufen können. Ja, Waffen kaufen klingt auf jeden Fall ganz sinnvoll. Ausnahmsweise stimme ich dir da mal zu. Wir kaufen einfach diese Schwerter, die wir auf jeden Fall so tragen können, dass ein Charakter mehr als ein Item... Also, obwohl, ganz gleich, wirst du gleich sehen. Wir kaufen diese Schwerter, die wir tragen können, damit ein Charakter mehr als ein Item tragen kann. Warte, du wirst gleich sehen. So, okay. Ja. Und zwar... Ja, jeder kann alles tragen. Achso, hier gibt es ja gar nicht so viel. Gab es in anderen Orten mehr? Nee, nicht, oder? Das ist ja... Wir können nochmal in andere Orte schauen. Also es gibt nur einen anderen Ort, ne? Genau, gehen wir da mal hin. Diese Katze dort, die teleportiert sich irgendwie durch die Gegend, habe ich so das Gefühl. Ja, das ist eine magische Katze. Das war direkt hier, ne? Genau. Mit dieser komischen, verzerrten Musik. Nein, du musst einmal ringsrum gehen. Ja, leck mich. Ich habe Zauberkräfte, Steve. So, gehen wir nochmal nach unten. Er hat vor allem Äpfel und so, ne, der hat nicht wirklich andere Waffen. Ah, doch, er hat Metallschwert. Er hat ein Metallschwert, ja. Und warte, kauf bitte mal drei Metallschwerter. Ich kauf erstmal eins. Nein, du musst mindestens zwei kaufen. Wieso? Kriegt er einen Rabatt? Zwei. Kauf noch bitte noch eins. Ich möchte mich wissen, ob wir davon... Super, jetzt kaufst du nur Metallschwerter. Das war meine Frage, die ich überprüfen wollte. Wie viel soll ich kaufen? Fünf oder was? Ja, insgesamt müssen wir dann... Ich glaube, Farodin kann ja auch mehrere tragen, oder? Wie viele Waffen kann Farodin tragen? Farodin kann zwei tragen. Kann zwei tragen, okay. Und Elaine kann zwei tragen. Ja, also ja. Vier, dann brauchen wir sechs. Insgesamt also, brauchen wir sechs. Aha, wieso? Ich kaufe erstmal drei. Nein. Wir haben das Geld, kauf einfach sechs. Glaub mir. Vertrau mir einfach, kauf insgesamt sechs. Ich finde das aber komisch, warum willst du so extrem viele davon kaufen? Na, weil die jeder ausrüsten kann. Noch eins, genau, zack. Die geben am meisten. Ach so, ja, stimmt. Ja, klar, das meinst du. Ja, okay, gut. Deswegen hältst du sechs Stück, deswegen brauchen wir insgesamt sechs. Ist schon okay, ich habe jetzt erstmal kurz überlegt, was du jetzt gerade von mir willst, aber ja, du hast natürlich recht. Ja, kann ich halt einfach nochmal zwei Stück kaufen. Ist doch kein Problem. Darf ich auch mal selbst ein Spiel spielen, Steve? Ich hasse es immer, wenn du mir sagst, was ich machen soll, deswegen. Also außer natürlich, ich frage dich, Steve, was soll ich jetzt genau machen? Es lohnt sich ja einfach. Also. Ja, die Schwerter sind schon echt ziemlich stark. Ja. Gut, dann sind wir gewappnet und können unsere magischen Kräfte benutzen und wieder zurückgehen. Mhm. Warum er auch immer diesen NPC dorthin gestellt hat, das ist einfach nur. Wir sollten auf jeden Fall speichern, bevor wir da reingehen. Ja, hier drin brauchen wir jetzt die ATP-Erweiterung. In der Gruft. Okay, dann gehen wir eben im Dunkeln hier durch. Es ist nicht wirklich dunkel, aber na gut. Ach ja, genau, die machen uns natürlich schon. Ja. Oh Gott. Ja, es ist schön, ja, okay, oder? Okay, es ist doch dunkel. Und ja, hier haben wir dann scheinbar doch irgendwie einen kleinen Fehler, weil wahrscheinlich doch dieses komische Add-on fehlt. Genau. Cannot open file Dark 3. Ja. Das ist von dem Add-on. Okay, gut. Richtig. Dann besorgen wir uns das mal schnell und dann geht's gleich weiter. So ein kleiner Add-on-Fix später sind wir weiter. Ich denke mal, das sollte jetzt auch helfen. Ansonsten schlage ich dich. Denn dann wäre es nämlich einfach egal gewesen. Aber wir warten einfach ab, bis hier der nächste Random-Encounter kommt. Zufälligerweise wieder an derselben Stelle. Und es ist ein lebender Schleim, der sich uns in den Weg stellt. Können wir irgendwas? Magie? Nein, wir haben keine Magie. Schwarzer Schlag. Ein schwarzer Schlag. Ja. Ein Feuerbrühe, ein schwacher Feuerschlag. What? Und dann haben wir noch Angriff und Magie. Und auch den schwarzen Schlag. Das war einfach. Ja, weil wir absolut überpowered jetzt sind, dank den Schwertern. Ist hier irgendwas? Ich weiß es nicht.
Er hat das ja auf jeden Fall dumm eingestellt hier mit dem Event, weil es bewegt sich nicht weiter, ne? Ja, das hat einfach nur ein Picture drüber gepackt, fertig. Warum kannst du mal nicht auf Chaos-Style, wird hier erstmal ordentlich geautokämpft. Ja. Oder geautokampft. Es wird überhaupt nicht so stark über die Stacheln gehst, ja, weil... Sie natürlich immer Stacheln in my ass! Ich kann über so viele Stacheln laufen, wie ich will, denn ich bin ein mächtiger Elfenkrieger. Das ist leider unvermeidbar, aber macht, glaube ich, gar nicht so viel Schaden. Ja, es geht so. Eigenwille ist aber auch eine schöne Bezeichnung für Autokampf. Ja, das stimmt. Die NPCs handeln so, wie es in ihrem Skript drin steht. Oh, Blutschleime. Sind die stärker? Nein. Die sind so overpowered. Das ist genial. Die sind überhaupt nicht overpowered, die sind genau auf dem richtigen Level. Außerdem, wir haben nichts gemacht. Wir haben halt einfach nur das gekauft, was uns das Spiel hingelegt hat. Genau. Deswegen, wir sind nicht overpowered, wir haben Spielzeit einfach so, wie Angus es auch mal gespielt hat. Ja. Logischerweise ist es ja nach wie vor, wozu Teufel bin ich? Achso, da bist du, ja. Ich bin oben. Okay. Du bist unten, danke Steve. Und roter Schleim. Nein, das ist einfach nur zermatschter Schleim. Übrigens, dieses tolle Feature gab es in der verbesserten Version. Ich finde das irgendwie ganz cool mit dieser Vampire's Dawn Endmusik. Also Vampire's Dawn ist ja nicht das Vampire's Dawn, aber... Wobei es auch witzig ist, dass selbst jetzt noch, ja, im Jahre 2016, wissen viele Leute nicht, woher diese ganzen Musikstücke aus Vampire's Dawn sind, die wir alle ja, kennen. Ja, das wird immer noch als Vampire's Dawn auch häufig dann in den Credits. Ja, Musik bei Malek. Die Frage ist, wie ist denn das? Gibt es mittlerweile eine Google-Musiksuche, wo du irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie es ist, muss ich sagen. Wir können ja bei Gelegenheit mal nachschauen. Machen wir wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, habe ich bisher noch nie gemacht. Oh, wer ist denn das hier? Xenomic. Du machst den oder ich mach den oder. Oh, guck mal, wir sind jetzt gerade im Himmel, so wie es aussieht. Ja, wir sind gerade in einer schwebenden Festung. Hallo, Faro, ich habe dich erwartet. Selbstverständlich hat er das. Wir sind ja auch der Protagonist dieses Spiels. Ihr werdet niemals zum Dunkelelf gelangen. Die Kommunikationsmöglichkeiten sind hervorragend. Sir Hellheim hat bereits Bericht erstattet. Ja. Verschwindet oder ich werde euch töten müssen. Niemand wagt es, unserem Meister die Wege zu kreuzen. Aber wirklich nur Farodin. Er tötet nur Farodin und alle anderen Gruppenmitglieder lässt er am Leben. Denn die haben ja nichts gemacht. Ja. Ihr werdet niemals zu ihm kommen. Ihr müsst nämlich an mir vorbei. Wir werden dich besiegen, Xenomic. Wir sind standhaft. Ihr macht euch lächerlich, aber nun denn. Nein, da steht nun den. Nun den. So sei es. Was für ein jämmerlicher Gegner. Du kannst Edwin Odesirion nicht besiegen. Das siehst du falsch. Wir kommen aus der Unterwelt und sind um einige stärker als ihr. Weißt du, das Allerschlimmste ist, wenn ich irgendwann mal zukünftig Baldur's Gate Let's Playen werde, dann muss ich immer an diesen Typen hier denken. Ihr seid ein Narr, mich herauszufordern. Edwin, du hast eine große Klappe. Mal sehen, was sich dahinter versteckt. Xenomic sieht aus wie ein Mensch mit blauer Haut. Er ist also ein Blumentyp oder ein Schlumpf. Was meinst du? Ja, könnte Blumentyp. Ich denke Blumengroup. Ja, Blumengroup auf jeden Fall. Sichtlich würde ich hier nicht unbedingt Autokampf machen. Warum nicht? Also ich würde auf jeden Fall diesen dunklen Schlag immer machen noch. Ja. Auf jeden Fall muss hochgehen, dass niemand stirbt. Die haben keine Heiltränke gekauft, ne? Oh. Keine Ahnung, was du schon wieder für Probleme hast, Steve. Ist doch alles easy going hier. Wir bekommen sogar einen Apfel dafür. Lecker. Und Stufe 4. Yay, wir sind super mächtig. Ah, ich habe euch unterschätzt. Ihr seid stark. Wir waren mal stark. Ich bin besiegt und ich flehe euch an, dass ihr mich verschont. Nein, es heißt verloren, doch nichts ist verloren. Jämmerliches Würstchen. Er winselt um Gnade. Was für ein Narr. Farodin. Mach ihm ein Ende. Töte ihn, ehe ich das mache. Sie sind alle ganz schön blutrünstig.
Tut mir leid, du hast genug unschuldige Lebewesen auf dein Gewissen. Auf dein Gewissen. Die stehen da nämlich einfach so drauf. Das Gewissen ist nämlich so eine große Scheibe, die über dem Kopf einer jeweiligen Person rumfliegt, ja. Und da stehen die ganzen unschuldigen Lebewesen drauf. Diese Animation sah extrem schlecht aus und sein Kopf ist immer noch dran. Ich habe versagt. Da muss eben noch ein zweiter Hieb her. Oh, er ist aufgeplatzt wie eine reife Tomate. Gehen wir. Oh, da ist eine Treppe, die nach unten führt. Eine Fake-Treppe nach unten. Musst du vielleicht Enter drauf drücken? Ja, ach was, wirklich. Ich guck mal kurz nach. Ich hab gerade keine Einträge. Benutze ihn bitte nicht. Ich glaube nämlich, dass du nämlich einen Fehler gemacht hast. Den können wir, glaube ich, für richtig viel Geld verkaufen. Okay, das war's schon. Wir haben den Punkt besiegt und dann gehen wir mal wieder zurück. Der Dungeon ist erledigt. Dungeon 1, geschafft. Okay, dann gehen wir wieder hier zurück oder was? Im brichenden König. Genau. Das war weniger, als ich erwartet habe. Dann gucken wir noch mal kurz, ob wir dieses Äpfelchen hier verkaufen können. Genau. Weil, guck mal, du bekommst nämlich plus 10 HP für 200 Gold. Und das ist aber HP ab. Und mal gucken, was der Apfelwert ist. 100. Okay, schade, hab ich dran gedacht. Ich bin jetzt nicht wenig beeindruckt, aber ich würde vorschlagen, den König und die Dialoge und so weiter, die werden wir uns im nächsten Part von Die letzte Schlacht der Elfen Nummer 1 antun. Bis dahin, ich war euer Let's Play Retro, einer eurer Moderatoren und euer DSDSD. Kurz DSDS. Bis zum nächsten Mal hier bei DLSDE. Tschüss, tschüss. Genau.